Hallo und willkommen zurück hier zu Tomb Raider 2 im Level Die schwimmenden Inseln immer noch. Wir haben hier beim letzten Mal etwas, ja, ziemlich langwierig gewartet, um zwei Typen töten zu können. Da sind noch so andere Typis, die wir töten müssen. Ich würde sagen, wir nehmen dafür erstmal diese hier. Vielleicht ist die ja ganz gut. So, ich drücke jetzt mal den Hebel. Und dann schauen wir mal, welcher von den Hicks. Oh, huch. Okay, das ging ja sehr, sehr schnell. Okay, die kam von hier. Wo sind die denn jetzt? Hallo, da. Oh. Was mache ich hier eigentlich? Vor allen Dingen, ich bin hier fast tot. Ah, diese Waffen, ich hab, die anderen sind leer. Aha. Okay, ich krieg hier Munition für die Uzi vorne, für die Schrotflinte habe ich gerade bekommen. Ich werde erstmal speichern, weil ich befürchte, sobald ich aus diesem Bereich hier raus bin, erwecken die anderen zum Leben. Ja, ich habe es mir doch gedacht. Vor allem diese Waffe ist schon mal gar nicht gut. Machen wir mal die. Jetzt bin ich im Feuer. Ja. So war es nicht gedacht. Welche ist denn das? Die 7, ne? Ja. Die haben alle noch so viel Munition. Ich mach das mal anders. Ich meine, die haben hier alle was fallen lassen. Das ist sehr, sehr gut. Aha. Okay. Habe ich denn noch nicht? Okay, der hat mich nicht bekommen. Nochmal speichern. Ich habe hier leider kein weiteres Geheimnis bisher gefunden, was ich irgendwie ziemlich bedauere, weil ich glaube, dass ich hier einiges übersehen habe. Was ist denn hier in der Ecke? Ist nichts. Nee, die nehmen wir mal nicht. Na gut, wenn die weit genug weg sind, dann geht's ja eigentlich. Dann kann man die wohl nehmen, die Waffe. Ich will aber noch eben die anderen Spender hier. Aha. Ah, immerhin einen großen Ladypack. Hier ist auch nichts. Okay, hier ist ein Hebel. Da hinten ist noch ein Typ. Habe ich jetzt meine Zeit eigentlich gestellt? Ja. Ist hier noch irgendwas in den Ecken? Nein, hier ist nichts. Ich höre hier was. Hier läuft jemand. Aber ich glaube, das ist nicht hier. Hä? Es irritiert mich gerade enorm. Also es ist, man denkt, dass hier irgendwo jemand ist, aber
Es scheint hier gerade niemand zu sein. Okay, den einen Hebel kann ich ziehen. Das heißt, der andere wird dann wahrscheinlich wach, sobald ich den gezogen habe. Wäre zumindest realistisch. Und vermutlich ist hinter der Tür jemand, der da die ganze Zeit läuft. Deswegen die Schritte. Oder ist hier hinter noch irgendwo jemand, den ich jetzt nicht sehe? Nee. Okay, irgendwo hat sich was geöffnet. Hat sich die Tür jetzt geöffnet da hinten? Tatsache, was ist denn mit dem Hebel hier? Okay, das war ein bisschen verrückt. Nee, hat sich gar nichts geöffnet, aber ich höre hier noch so einen Typen. Also so einen großen, so einen steinigen. Aber der Hebel ist noch gedrückt. Naja, egal, wir gucken jetzt mal, was passiert, wenn der da gedrückt wird, also gezogen wird. Erstmal speichern wir. Also hier muss ich sagen, in diesem Teil jetzt ist die Feinddichte halt enorm hoch. Das war jetzt so die letzten Level gefühlt nicht so. Hier ist es leider ziemlich dunkel. Wie der da so steht, erst macht er so seine Hände in die Hüften so, na, was willst du denn hier? Und just wird er erstmal abgeknallt. Aha. Oha, ja, der hat einiges für uns. Das ist schon mal gut. Hier ist es wieder sehr dunkel. Okay. Hier ist leider soweit nichts zu sehen. Wo ich vielleicht nochmal hin könnte. Erstmal speichere ich hier. Boah, ich frage mich, wo wir die Geheimnisse jetzt übersehen haben. Oh. Die hätte ich auch fast übersehen. Aha. Ich meine, wir finden jetzt ja so auch schon sehr viel. Aber natürlich wäre es trotzdem cool gewesen, wenn ich die anderen beiden Geheimnisse auch noch gehabt hätte. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt bisher noch kein weiteres da gewesen wäre. Ach, jetzt sind wir hier wieder. Okay. Und hier ist auch direkt... Moment, ich muss eine andere Waffe nehmen. Wow. Maria, Josef und Jesus. Komm, eins müssen wir noch. Wie lange sind wir denn hier eigentlich in dem Level schon? Eine Stunde eins und ist ein Geheimnis. Ja, wir haben safe eins übersehen. Aber es ist dann halt einfach so. So, die andere Tür hat sich praktischerweise auch gleich mit geöffnet. Und hier sieht es ja schon wieder genauso kuschelig aus. Okay, hier ist eine Wand zum Klettern und wir müssen uns dann wieder umdrehen, vermute ich. Und dann dort weiter klettern. Das machen wir aber am besten dann. Probieren wir am besten hier, wo keine Stacheln und so sind. Und die Musik ist sehr schön, sehr beruhigend. Hä? Ich bin irgendwo gegengeknallt und ich habe fast keine Kraft mehr. Es ist jetzt ein bisschen doof, aber ich lade nochmal, weil. Naja, ich
dann doch meine Medipacks gerne noch ein bisschen sparen möchte. Ich glaube, ich muss, hätte auch gar nicht so hochklettern müssen. Ich glaube, hier hätte es fast schon gereicht. Vielleicht einen noch. Ja. Boah, das ist aber auch ein... Gott sei Dank muss man das nicht so oft machen, dieses Klettern und dann halt hoch hüpfen, beziehungsweise im Drehen. Oh, aber jetzt kommt hier schon wieder so eine... Okay, kann man nochmal kurz gucken, ob hier alles ist. Nee, sieht es nicht danach aus. Hier war ja hinter irgendwie so eine kleine Plattform, sage ich jetzt mal. Ach, da oben muss man auch noch mal hin. Oder muss ich da auch noch mal? Oh, ich glaube, hier muss ich das Gleiche noch mal. Ja. Oh Gott. Also auch springen und drehen. Gerade noch gesagt, Gott sei Dank muss man das nicht so häufig machen. Gar nicht so einfach. Hä? Ach so, ich bin... Ah, verdammt. Oh Gott, oh, das ist brutal. Das war jetzt echt brutal. Oh Mann, oh. Okay, wir machen das mal folgendermaßen. Ich... Huch, nee, falsche Eingang. Ich klettere da mal hoch. Und wenn ich es geschafft habe, dann sehen wir uns oben wieder, ab da, wo man stehen kann. Weil ich weiß nicht, wie lange das noch dauert, bis ich das hinbekomme. Also bis gleich. So, ich bin wieder da. Ich habe es jetzt tatsächlich im nächsten Anlauf geschafft. Man musste hier hochklettern und diese Schräge dann, wie wir das in dem Glockenlevel schon mal hatten, immer so ein bisschen springen und dann ja, ein bisschen zur Seite. Das Ding ist, ich habe jetzt hier leider... Oder ich musste jetzt hier eben noch mal so einen Typen töten. So einen Steinewerfer. Und... Oder so einen Messerwerfer. Aha. Den habe ich jetzt gerade getötet. Das war sein Medipack. Und hier haben wir jetzt noch mal so eine Hangeldingsbums. Da müssen wir hin und... Dafür brauchen wir wahrscheinlich diesen Stein dort. Ich will aber trotzdem hier auch noch mal kurz an der Dings hier gucken... Hier vielleicht irgendwas Interessantes ist. Vor allen Dingen, ob man da irgendwo hin kann. Vor allen Dingen sollte ich erstmal speichern. Das habe ich nämlich noch gar nicht gemacht. Nein, nicht laden, speichern. So, jetzt muss ich auch nochmal eben meine Zeit wieder laufen lassen. Die habe ich eben auch. So, ich probiere jetzt einfach mal, ob man da irgendwo hinspringen kann. Beziehungsweise, weil ich vermisse ja eigentlich immer noch ein Geheimnis oder sowas. Okay, hier kann man tatsächlich hin. Frage ist halt nur, habe ich was davon? Da hinten sieht es schon aus, als wenn man da irgendwie hin müsste. Ich meine, das lädt da, es ist so einladend. Einladend aus, wenn man dahin rutscht. So, ziemlich an der Kante, aber... Warte mal. Ah, da unten kann man hin. Weil ich wüsste sonst echt nicht, wo hier noch ein... Ich meine, klar, man weiß sowieso nicht, wo die Geheimnisse sind. Hier denn? Oder ist das jetzt einfach nur ein anderer Weg? Ah!
Ah, doch, da ist ein Geheimnis. Sehr schön, das Goldene. Okay. Naja, uns fehlt aber dann immer noch der Steindrache oder der Silberne oder ja, Silber oder Graue. Ich befürchte, dass wir den nicht mehr finden werden. Behaupte ich einfach mal. Kann ja sein, dass wir ihn doch noch finden, aber ich sag mal, das Level, das geht jetzt ja auch schon ziemlich lang. Wobei, teilweise sind die Geheimnisse dann ja doch ziemlich nah beieinander. Von daher, ja, wir gucken einfach mal. Vielleicht finden wir ihn noch. Und wenn nicht, dann ist es halt so. Dann ist es auch okay. Ich sag mal, es ist ja im Endeffekt auch irgendwo nur nice to have. Problem ist nur, komme ich jetzt hier wieder weg? Beziehungsweise, wie komme ich hier wieder weg? Nee, das geht nicht. Ich würde gerne hier irgendwie wieder zurück. Oder kann man da laufen? Und dann da hoch? Geht das? Speicher mal auf einem ganz anderen Speicherstand. Ich probiere jetzt mal was aus. Okay, das geht nicht. Ja, ist gut. Okay, dann habe ich noch eine andere Idee. Okay, gut. Das hat funktioniert. Von hier aus müssten wir dann ja... Ach, guck mal, wir kommen dann ja eigentlich auch ohne diese Dings dahin, ne? Ist jetzt halt nur die Frage, ob hinter dem Stein oder bei dem Stein da vielleicht noch irgendwas gewesen wäre. Frage ist, soll ich da jetzt nochmal hin zurück oder nicht? Ich speichere mal hier. Ja, speichere den Speicherstand. Ich gehe jetzt nochmal zurück, für den Fall, dass vielleicht doch noch irgendetwas Wichtiges dort nein. Auf uns gewartet hätte. Ding ist nur, wie komme ich da jetzt überhaupt wieder zurück? Welcher von denen war begehbar? Ich glaube, der da, ne? Nee, auch nicht. Hä, auf welchem bin ich denn vorhin? Auf welchem von denen bin ich vorhin gelaufen? Auf dem rechts, daneben? Nee, nicht speichern. Auf dem da? Hä? Ah nee, ich musste irgendwie springen. Oder komme ich hier wieder zurück? Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass ich mich hier eigentlich jetzt, dass ich mir das hier verbaut habe. Ja gut, dann würde ich sagen, warte mal, ich kann ja noch mal den Spielstand laden, 473, diesen hier, genau, sind wir ja hier, so, warum eigentlich nicht gleich so? So, das heißt, den ziehen wir mal kurz weg, kann ja auch sein, dass dahinter noch irgendwas Interessantes wartet. Falls nicht, laden wir wieder den danach. Okay, hier ist einfach mal nichts. Nee, komm, dann machen wir das. Dann machen wir das so. Dann laden wir den hier und springen da jetzt einfach hin. Ich meine, ob wir da jetzt mit dieser blöden Seilbahn dahin fahren oder halt nicht, ist ja eigentlich auch Wurst. Okay. Ja, ich glaube, das ist das erste Level, wo wir ein Geheimnis nicht haben. Schade. Aber gut. Müssen wir jetzt mit leben. Ich denke, wir bekommen hier auch noch ein bisschen was. Und ja, sind dann jetzt im Level. Das ist jetzt das vorletzte Level. Der Hort des Drachen. Ja, cool. Gut, sie zieht standardmäßig immer die Pistolen. So, hiervon haben wir noch 8, hiervon haben wir noch 40. Da haben wir noch eine ganze Menge von und da bekommen wir auch noch eine Menge von. Ich glaube, die nehmen wir jetzt auch einfach mal. Ich meine, jetzt ist das letzte
oder vorletzte Level Aha. sozusagen. Und ich glaube, dass hier auch nicht mehr allzu viel oder dass das Level nicht allzu lange Aha. geht. Okay, irgendwo ist hier was. Alter Schwede, der hat aber ganz schön Kraft. Also... Hier bin ich irgendwie durchgekommen wahrscheinlich. Ach guck mal, hier gibt es auch keine Geheimnisse in diesem Level, so wie es aussieht. Okay. Ja komm, dann speichern wir nochmal. Ich glaube, der hier... Ach nee, nicht der. Der hier war tatsächlich ein bisschen effektiv. Hä? Nein, warte. Der war ein bisschen effektiver. Wir haben nur noch 8 Granaten. Ja, komm, scheiß drauf. Der Endgegner, ich glaube, da sind wir nicht so auf die Granaten angewiesen. Oh nein. Also hier haben wir nochmal mindestens 3 Stück. Ich gucke erstmal, ob ich einen von denen vielleicht schon mal erwecken kann, ohne dass ich da irgendwas gedrückt habe. Sieht nicht danach aus. Wir gucken uns erstmal hier in den Ecken um. Vielleicht finden wir noch ein bisschen Munition. Ja, eigentlich ein bisschen schade. Wir hatten jetzt in allen Leveln alle Geheimnisse nur im letzten Level sozusagen nicht. Ach, guck mal, da ist ein Hebel. Das finde ich gerade ein bisschen doof, aber... Naja. Ich glaube, ansonsten hatten wir schon einen sehr guten Schnitt. Halt. Moment. Falschen Waffen genommen, aber... Wow. So, was ist mit... Ach, guck mal, da hat sich eine Tür geöffnet. Was ist denn mit ihm hier jetzt? Hat er auch... Der hat wohl gar keinen Bock mehr. Okay, hier ist nichts. Gut, hier hat sich die Tür geöffnet. Hier werde ich jetzt nochmal speichern. Und wie es hier weitergeht... Das sehen wir beim nächsten Mal, denn die Folge ist vorbei. Bleibt dran, denn wir sind hier im vorletzten Level und wir haben in diesem Level auch tatsächlich unseren eigentlich größten Kampf sozusagen vor uns. Von daher, es bleibt spannend. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Habt einen schönen Tag. Ciao.